Herzlich willkommen, liebe Freunde, Investoren und Newcomer. So wie wir uns das schon gedacht haben und wie ich euch gesagt habe, die Bitcoin CME Futures sind abgelaufen bzw. Options am Freitag. Ich habe euch gesagt, übers Wochenende handeln die Institutionellen auch nicht und dass wir eventuell am Montag oder Dienstag diesen Dump sehen können. Jetzt ist das schon Montag passiert, der Dump hat erst gerade angefangen. Die Frage ist, halten wir uns bei einem signifikanten Preisbereich oder nicht? Denn bei dem bearischen Flag, den wir gesehen haben, habe ich gestern eine Entwicklung mitbekommen bzw. ersehen, die mich etwas kritisch stimmt, aber das gucken wir uns gleich an. Jetzt werden wir auf jeden Fall einige Charts angucken, einige Indikatoren und Daten, Fakten zu Bitcoin und vor allem die Ausgangsstrategie, wo Wale anfangen auszucashen und wie man das eventuell auch erkennen kann. Da gibt es eine ziemlich schöne Grafik, die wir uns angucken werden, mit einem bestimmten Indikator dafür. Jetzt aber noch einmal kurz zu Larry Fink, der BlackRock CEO. Und jetzt hat er sich nicht nur zu ETFs geäußert, sondern eine bestimmte Sache gesagt, worüber wir schon seit Jahren berichten, was eigentlich ziemlich positiv stimmt. Aber es ist oftmals so, wenn es aus einem Mund kommt von so jemandem wie Larry Fink, dann ist das oftmals so, dass der Markt erstmal dumpen wird. Die wissen ganz genau, dass sie durch ihre Informationen neue Retailer zum Investieren bewegen. Und oftmals ist es dann der Fall, dass der Markt dann gedumpt wird. Und dementsprechend ist es jetzt auch so gekommen. Christine Lagarde hat sich auch geäußert, die Chefin der Europäischen Zentralbank, dass ihr Sohn Geld mit Kryptos verloren hat. Das schauen wir uns auch gleich an. Darum tauchen wir direkt ein. Bevor wir aber eintauchen, die Aktion, die gilt noch bis morgen um 12 Uhr. Ich habe gestern euch im Livestream eine falsche Information gegeben. Darum meldet euch an über den Link in der Videobeschreibung. Bei Bitwavo, ihr bekommt 10 Euro geschenkt und statt 1000 Euro dürft ihr auch 10.000 Euro gebührenfrei traden. Das Ganze geht noch bis morgen um 12 Uhr. Und wer den KYC durchgeführt hat und unsere Videos kommentiert, wie dieses jetzt, der hat die Chance, 100 Euro zu gewinnen. Wir verlosen 5x 100 Euro. Darum meldet euch über den Link in der Videobeschreibung bei Bitwavo an und tradet in einer EU-regulierten Exchange sicher. Ja, was war denn hier los? Die Christine Lagarde sagt, ja, sie hätte ihrem Sohn gesagt, er solle nicht in Kryptos investieren, beziehungsweise traden, glaube ich, hat sie gesagt. Und er hat so gut wie sein ganzes Geld verloren mit Bitcoin-Trading. Klar kommt sie jetzt mit sowas. Man möchte natürlich die CBDCs jetzt pushen und Krypto wieder mal schlecht reden. Und die wissen ganz genau, dass so ein Sprachrohr wie Christine Lagarde natürlich von sehr, sehr vielen Bürgern beachtet wird. Sehr, sehr viele Menschen lesen noch die Zeitung und gucken sich Mainstream-Medien an und hören sich natürlich genau das an und richten ihre Investments dementsprechend auch, was diese Größen hier sagen, was natürlich dazu führt, dass sie kein Geld verdienen werden, sondern ganz andersrum, dass sie ihr Geld ja verlieren werden. Aber so funktioniert das System nun mal. Darum lasst euch hier nicht beirren, was für ein Schwachsinn sie da auch redet. Ich meine, gut, wenn der Sohn getradet hat und keinen Plan hat davon, wie man Stop-Losses setzt oder Take-Profits durchführt und Gewinne halt realisieren kann, dann ist das nicht das Problem von Crypto, dann hätte er das gleiche auch beim FX-Markt oder bei der Börse machen können und hätte da auch sein Geld genauso verloren. Also es liegt am Trader und es liegt nicht an der Asset-Klasse. Hätte er einfach nur investiert, dann wäre er jetzt hundertprozentig wieder im Plus gewesen. Außer er hat natürlich beim All-Time-High-Bereichen eingekauft. Ja, das sind mal wieder irgendwelche FOD-Negativinformationen, wo versucht wird, wieder Crypto-Retailer hier aus dem Markt zu jagen. Lasst euch hier bitte nicht beirren. I believe the next generation for markets, the next generation for securities will be tokenization of securities. And if we could have that distributed ledger that we know every beneficial owner, every beneficial seller, we all have our code, right, of who's buying, who's selling, instantaneous settlement. And think about it, it changes the whole ecosystem. Also was sagt Larry Fink? Er sagt, die Tokenisierung von Securities, das heißt von Wertpapieren, ist letztendlich der nächste Schritt, ist die Zukunft. Und wenn wir eine Distributed Ledger finden, die die Kalibrierung zwischen den Preisen und zwischen den Transaktionen, zwischen Verkäufer und Käufer abwickeln kann, sowas wie die XRP Ledger, die eine integrierte DAX hat, die einen Automated Market Maker Amendment durchführt und genau das vollziehen kann, was er hier erklärt hat, alles auf Layer 1 Niveau,
dann hat er die letztendlich schon gefunden und ich glaube, er weiß auch ganz genau, worüber er hier redet. Darum bin ich ziemlich, ziemlich gespannt, was die Zukunft hier mit den Crypto Space machen wird. Das heißt, auch sie haben Ahnung davon, was eine Distributed Ledger ist. Sie reden nicht mehr einfach nur von Blockchain oder von Kryptowährung. Sie reden spezifisch über Distributed Ledger Technologies und über wichtige Spezifikationen und Fakten und Daten. Das ist schon ziemlich faszinierend. Bei Sentiment sehen wir hier, dass wir seit 5. Mai 2022 zum ersten Mal wieder einen Preis von 38.500 pro Bitcoin erreicht haben und die 100 größten Tether-Adressen ungefähr 1,67 Milliarden neue Tether-Coins in den letzten 6 Monaten dazu geaddet haben. Was ziemlich faszinierend ist. In den Chart hier unten natürlich sehen wir auch hier in der Anfangsphase, wann immer der Tether Supply schön nach oben gegangen ist, ist der Bitcoin-Kurs, wie ihr unten sehen könnt, gefallen. Das bedeutet einfach, dass es Profit-Taking gab und dass diese Gewinne in Tether zwischengelagert worden sind. Und guck mal an, dann haben wir einen stetigen Anstieg erlebt und jetzt in der Phase, hier oben, in dieser kleinen Phase, bei diesem bearischen Flag, sehen wir einen Downtrend nach unten. Das bedeutet natürlich, in diesen Bereichen, nachdem wir so riesen Candlesticks nach oben und wieder nach unten haben, das heißt starke Ein- und Abverkäufe, werden hier in diesem Bereich gerade wieder Gewinne realisiert von dicken, dicken Tether-Wahlen. Und dann sehen wir sowas, was natürlich von Stärke des Bitcoin-Netzwerkes zeugt. Ne, schaut euch das mal an. Wir haben 500 Exahashes pro Sekunde erreicht. Das ist schon gestört. Die Computing Power, die hier hinter Bitcoin steckt, nimmt einfach Ausmaße an, die man sich vorher hätte niemals vorstellen können. Das macht das Netzwerk jetzt natürlich sicher und ziemlich, ziemlich stark, bis Quantum Computer letztendlich herkommen oder entwickelt werden, die es schaffen, diese Codierung zu brechen, die Private Keys zu brechen, wird es noch einige Zeit dauern. Vor allem, wenn die Hashrate hier natürlich so stark durch die Decke geht. Das ist schon faszinierend. Natürlich muss hier auch die Difficulty angepasst werden. Das heißt, der Schwierigkeitsgrad, mit dem Bitcoin letztendlich gemeint wird. Und der wurde jetzt hier angepasst um 5% nach oben. Und wir haben auch hier ein Rekordhoch erreicht. Und anhand dieser Anpassung kann man ungefähr ermitteln, dass wir zwischen den 13. und 18. April 2024 das Bitcoin-Halving sehen werden. Und jetzt kommen wir zum Sahnestück des Videos. Root hat hier einen ziemlich interessanten Chart präsentiert. Schaut euch das mal an. Das sind die Bitcoins bzw. der Bitcoin-Supply, der über ein Jahr nicht bewegt worden ist. Das ist diese Berglandschaft hier, die ihr sehen könnt. Und oben seht ihr den Bitcoin-Preis. Wann immer wir in einen Bullrun-Top hineingegangen sind und der Bullrun gestartet hat, seht ihr, dass wir einen fallenden Kurs sehen, beziehungsweise, dass das Gebirge langsam fällt. Und das bedeutet, dass die Bitcoins, die seit einem Jahr nicht bewegt worden sind, sich verringern. Daraus können wir natürlich schließen, dass Bitcoins wieder bewegt worden sind, um verkauft zu werden. In einem Bärenmarkt-Tiefpunkt, wie ihr auch hier immer sehen könnt, sehen wir immer wieder einen Anstieg des Bitcoin-Supplies, was innerhalb von einem Jahr nicht bewegt worden ist. Warum? Das sind die Akkumulationsphasen. Das sind die Phasen, wo Bitcoin-Wale einkaufen und ihre Coins erstmal halten. Und hier auch dann wieder, wann immer wir einen steigenden Kurs sehen, dann fällt auch der Bitcoin-Supply, der seit einem Jahr sich nicht bewegt hat. Und das Ganze zieht sich weiter. Und jetzt natürlich befinden wir uns in einer Phase, wo Bitcoin gerade einen steigenden Kurs erlebt und einen Rekordhoch mit fast 70% am Bitcoin-Supply, was seit einem Jahr nicht bewegt worden ist, hier auf den Chart zaubert. Und das ist natürlich faszinierend. Also, das ist natürlich wieder ein starker Indikator. In dem Moment, wo der Bitcoin-Bullrun so richtig an Fahrt aufnehmen wird, werden wir sehen, dass wir hier mit dem Bitcoin-Supply, der sich seit einem Jahr nicht bewegt, fallen werden. Und wann immer wir hier so einen Talbereich erreichen oder sich ein Talbereich bildet, sollte der Bullrun-Top ziemlich stark in der Nähe sein. Das ist auch schon wieder ein Indikator, worauf wir achten können, wenn dicke Wale hier exiten. Bei Bitcoin reden wir schon seit über einem Monat von diesem Bearish Flag. Aber es gibt eine Sache, die wir nicht wirklich gesehen haben oder worüber wir gesprochen haben. Schaut euch das mal an. Ich habe mir gestern den Chart angeguckt und letztendlich bildet sich hier so ein Flat-Bereich. Das heißt, es wird flach. Es ist hier ziemlich steil nach oben gegangen in dieser Phase, wie wir erkennen können. Es ging ziemlich, ziemlich hart und steil nach oben. Die Preise sind gut nach oben gegangen. Und ab diesem Zeitpunkt, da haben wir letztendlich angefangen, so eine flache Bewegung hier zu vollziehen. Und die Frage ist jetzt,
sind wir kurz davor, das Ganze hier zu brechen. Bitcoin hält sich leider immer noch zu stabil bei der 37.000er Marke. Ja, wir sind heute eingesackt auf die 36.700. Frage ist jetzt, was wird in den kommenden Tagen passieren? Wir sehen hier eine Abflachung, das Volumen geht trotzdem noch stetig nach unten, während wir auch gesehen haben, bei Tether Gewinne realisiert werden. Wollen diese Tether-Wale jetzt ihre Gelder bei so einem hohen Preis wieder reinpumpen oder werden sie den Markt noch einmal stärker dumpen, ihre Bitcoins in Tether umwandeln, den Preis noch weiter fallen lassen, um ihre angehäuften Tether, ihre angehäuften Stablecoins wieder in Bitcoin umzuwandeln? Halte ich für realistischer, aber gut, man weiß nie, wie diese Wale agieren. Sie versuchen immer wieder uns Retailer zu täuschen. Darum müssen wir das Ganze hier mit Vorsicht angehen. Zu diesem Zeitpunkt bin ich der Meinung, es kann wirklich in beide Richtungen gehen. Ich tendiere immer noch eher zu einer korrektiven Bewegung. Aber gut, man weiß nie. Das ist wirklich schwer zu werten hier. Darum sollte man ziemlich vorsichtig sein, wenn man hier im Daytrading oder im Trading unterwegs ist. In diesem Sinne wünsche ich euch allen erstmal einen angenehmen Tag und Crypto Heroes out.